Liebe Freunde, eine Viertelstunde zur Marktzeit am Mittag in St. Aposteln, liebe Schwestern und Brüder, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder beieinander sein können und dass wir uns einen weiteren der 14 Nothelfer anschauen können. Heute geht es um die heilige Barbara und deren Geschichte ist wirklich völlig verrückt, aber sehr schön und sehr interessant. Orgelmusik und Impuls eine Viertelstunde lang. Herzlich willkommen. Noch einmal willkommen zur Viertelstunde am Mittag. In der Reihe der 14 Nothelfer geht es heute um die heilige Barbara. Und die ist oft mit einem Turm dargestellt. Und mit dem Turm soll es auch starten. Denn es gibt Türme und es gibt Türme. Es gibt Türme, in die man sich freiwillig zurückzieht, um ungestört von der Außenwelt seinen Gedanken nachgehen zu können, zur Ruhe zu kommen, Aus- und Rundblick zu genießen, geschützt ist vor den alltäglichen Pflichten und Anforderungen. Und dann gibt es natürlich auch die Türme, in die man eingesperrt wird, weil man bestraft wird, dass man keinen Kontakt mehr aufnehmen kann mit irgendjemand anderem. Türme der Isolation, in der die Gefahr besteht, dass man verzweifelt und am Ende zu Boden geht. Ich möchte zunächst von einem Turm erzählen, weil er mir sehr wichtig zu sein scheint. Ein Turm, in dem Muße und Ruhe zu finden ist, in dem sich Michel de Montaigne zurückzog in seinem Schloss. Ab seinem 38. Lebensjahr entsagte er allen öffentlichen Ämtern und verbrachte von da an die restlichen 21 Jahre seines Lebens jeden Tag in diesem Turm. Im obersten Stockwerk hatte er seine Bibliothek untergebracht und in seinem Essay beschreibt er sein Leben und ich zitiere ihn mal. Von meiner Bibliothek aus überschaue ich mein ganzes Anwesen mit einem Blick. Da oben blättere ich einmal in diesem, einmal in jenem Buch, ohne Ordnung, ohne Plan, wie es sich eben ergibt. Hier also bin ich ganz zu Hause. Hier suche ich ganz, mein eigener Herr zu sein, und diesen einzigen Winkel der gesellschaftlichen Gemeinschaft zu nutzen, indem ich mich ihr entziehen kann. Überall sonst bin ich nur der Herr dem Namen nach. In Wirklichkeit redet mir jeder dazwischen. Arm dran bin ich meines Erachtens. Wer bei sich zu Hause nichts hat, wer bei sich nicht zu Hause ist, wer sich nicht verbergen kann, wo er sich nicht mit sich selbst zufrieden geben kann, wo er nicht mit sich selbst Hof halten kann. Ein wunderbarer Ort demnach, den man im Übrigen heute noch im Departement Dordogne besichtigen kann. Denn eigentümlicherweise blieb der Turm als einziges Gebäude von diesem wunderbaren Schloss original erhalten. Es scheint fast so, als wollte dieser Turm allen Stürmen und Wechselfällen der Geschichte trotzen, damit diese Geschichte erzählt werden kann. Und deshalb erzähle ich sie auch. Nun, um einen Turm ging es auch bei der heiligen Barbara. Aber das war ein anderer Turm. Und das ist eine Geschichte der Selbstermächtigung einer jungen Frau, die hochspannend ist. Die heilige Barbara wurde in einen Turm gesperrt, aber gegen ihren Willen, um sie von der Außenwelt abzuschotten, um sie zu demütigen. Aber dieses Gefängnis verwandelte sich auf wunderbare Weise in einen Ort des Gebetes und der Eucharistie.
Und so wurde aus dem Turm der Bedrängnis am Ende ein Turm der Gnade. Wie ging das? Nun, Barbara war, so erzählt uns die Legende, die einzige Tochter eines reichen Mannes in Nikodemia, also dem heutigen türkischen Izmit. Der Vater hieß Dioskuros. Er liebte seine Tochter so sehr, dass er ihr eine sorgfältige Erziehung zukommen ließ, aber gleichzeitig mit Argusaugen darüber wachte, dass sie kein Verhältnis eingeht. Sie war wohl sehr schön und er wollte sie den Blicken der Welt entziehen und ließ deshalb diesen Turm bauen und sie darin einsperren. Der Turm war zwar mit allem Nötigen ausgestattet, sodass sie eine behütete Gefangenschaft in einem ordentlichen Zuhause hatte, aber der Grundgedanke war, dass sie niemandem angesichtlich werden sollte und mit niemand in Verbindung treten sollte. Es ist natürlich ein Bild, das auch heute noch in Familien und in unserer Gesellschaft existiert. Und deshalb ist diese Geschichte so prototypisch. Und vielleicht könnte prototypisch auch das sein, was jetzt passiert. Denn es passiert das Rätselhafte. Hinter diesen Mauern entdeckt sie plötzlich den christlichen Glauben. Schon immer hatte sie, so die Legende, nach dem Urgrund des Seins geforscht, hatte danach gefragt, wer eigentlich der Urheber all der Sterne ist, die sie sehen konnte. Und auf geheimnisvolle Weise ist sie dann mit der Außenwelt in Kontakt getreten und die Überlieferung will, dass es kein geringerer als Origenes, also der größte Kirchenlehrer der Zeit war, der ihr dann den christlichen Glauben aufschloss. Was ging in ihr vor? Was ließ sie sich erklären? Nun, in dieser Einsamkeit des Turmes nahm sie mit den Mysterien, mit den Geheimnissen des Glaubens Tuchfühlung auf. Und als ihr Vater dann auf Reisen ging, ließ er ihr ein Badezimmer einrichten mit zwei Fenstern. Und als er von der Reise wiederkam, erblickte er statt der zwei Fenster plötzlich drei Fenster. Und ein Kreuz hing an der Wand. Zwischenzeitlich war Barbara also wohl getauft worden. Und die Legende berichtet dann, dass auch Engel ihr die Eucharistie gebracht hatten. Sie war also nicht mehr allein, sondern am Ende hatte sich Gott ihrer angenommen, wo sie von allen verstoßen worden war, ausgegrenzt war, ins Abseits geraten war. Da gab es doch einen, der sich um sie kümmerte. Der Vater wollte sie mit einem Mann vermählen, aber das wollte sie nicht. Sie hatte offensichtlich eine neue Perspektive für sich gewonnen. Als der Vater das merkte, dass sie diese neue Perspektive hatte, da geriet er heftig in Zorn. Und jetzt kommt das, was bei fast allen Nothelfern immer wieder die gleiche Geschichte ist. Eine Tortur, die zu durchleben und die zu ertragen ist. Also, zuerst, der Vater zog sein Schwert, um seine Tochter zu töten. Sie konnte aber fliehen. Ein Fels öffnete sich, um sie zu verbergen. Ein Hirtenjunge verriet ihr Versteck. Und so wurde sie dann nach der Flucht aus dem Turm dem Statthalter übergeben. Der Statthalter hatte zunächst Mitleid mit der schönen Jungfrau, aber alles Zureden fruchtete nicht. Sie wurde entkleidet, bloßgestellt und mit Ruten geschlagen. In der Nacht dann erschien ihr im Kerker der Heiland, der ihre Wunden heilte. Und am nächsten Tag bekannte dann Barbara, wer ihr Heiler gewesen war, worauf sie dann noch schlimmeren Torturen ausgesetzt wurde. Aber auch das half nicht.
So wurde sie schließlich zum Tode verurteilt und zur Hinrichtungsstätte geführt, wo sie enthauptet werden sollte. Dort erschien ihr dann ihr eigener Vater, um dieses grausame Werk zu verrichten, aber der Vater wurde daraufhin von einem Blitz getroffen. Barbara, so die Überlieferung, war damals 29 Jahre alt. Es ist natürlich wieder mal die Geschichte all der Torturen, die die frühen Christen über sich ergehen lassen mussten, die sich bekannten. Und so wurde Barbara zur Patronin der Sterbenden. Man bittet sie bis heute um einen guten Tod. Und ebenso ist sie bis zum heutigen Tag die Patronin der Bergleute, eben weil ein Felsen sie geborgen hatte. Nebenbei bemerkt, in den Tunneln der Bergleute unter Tage gab es oft kleine Nischen, in denen Bilder der heiligen Barbara aufgestellt waren. Und am 4. Dezember, dem Festtag der heiligen Barbara, hielten die Bergleute dort kleine Gottesdienste ab. Danach gab es dann oft einen Umzug, bei dem die Bergleute ihre Tracht trugen. Und bis zum heutigen Tag, wenn man die alte Bergmannstracht sieht, gibt es dort 29 Knöpfe an der Uniform für die Lebensjahre der heiligen Barbara. Bei ihrer Gefangennahme, so berichtet die Legende, streifte ihr Kleid einen Zweig. Und sie nahm ihn mit, stellte ihn in ein Gefäß mit Wasser und daraufhin blühte der Zweig wieder. Und deshalb werden bis zum heutigen Tage Zweige an ihrem Tag in Vasen gestellt, die dann bis zum heiligen Abend blühen sollen. Und das auch noch in Klammern. Der Knecht Ruprecht, der mit dem Nikolaus kommt, der kommt eigentlich nicht mit der Rute, um die Kinder zu schlagen, sondern der kommt eigentlich mit dem Barbara-Zweig. Ein Hoffnungszeichen, dass das Böse überwunden werden kann und am Ende doch alles anfängt zu blühen und Frucht zu tragen. Da sie im Turm die heilige Eucharistie empfing, wird die Barbara oft dargestellt mit einem Kelch und einer Hostie darüber. Übrigens auch so bei uns hier in St. Aposteln, hinten in der Marienkapelle, wo unsere 14 Nothelfer zu sehen sind. Und bei vielen Darstellungen ist sie auch mit einem Turm zu sehen, weil dort alles begann. Der Turm der Verbannung und der Verzweiflung, der für sie aber, weil sie dort die Nähe Gottes erfahren hat, weil für sie, die sie sich dort selbst ermächtigt hat, durch die Kraft Gottes dieser Turm zur Verheißung und zur Gnade wurde. Ja, nachdem wir jetzt gerade musikalisch die Stufen des Turmes hinaufklettern durften, übrigens ein altes Barbara-Lied, lade ich herzlich ein, auch für den kommenden Freitag. Da geht's weiter mit den Nothelfern. Das ist der Gedenktag des heiligen Blasius. Und auch seine Geschichte werden wir ein bisschen genauer kennenlernen. Und im Anschluss an die Viertelstunde wird dann auch der Blasius Segen erteilt, den wir auch dann am Abend nach der Abendmesse und am Wochenende drauf austeilen werden. Das ist der persönliche Lichtsegen, der ja im Rheinland quasi als achtes Sakrament wie selbstverständlich dazugehört. Ich lade herzlich dazu ein. Unsere Dienstagsmittagsmesse, auch zur Marktzeit, um 12.15 Uhr, die kurz und knackig und knapp ist, immer so knapp eine halbe Stunde, feiern wir jetzt immer vorne in der Marienkapelle. Es ist ganz schön. Beim letzten Mal waren wir 20 Leute und es wächst und es macht Freude, dass da so viele auch innerlich mitgehen und diese Chance nutzen, um einen Impuls zu bekommen und ein bisschen Gottes Begegnung zu erfahren. Und jetzt lade ich noch herzlich ein zu einem kleinen Gebet und
darum, den Segen Gottes für diesen Tag zu erbitten. Gütiger Gott, wir danken dir für diese Viertelstunde mit dir und miteinander. Und wir bitten dich, bleibe mit uns auf dem Weg. Und so rufen wir mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat, mit denen wir beten sollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Segen Gottes sei mit uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.